Einen wunderschönen hier bei Nerds at Work. Mein Name ist Mike und wie ihr seht, spielen wir eine Runde I Am Alive. Ja, um was geht's in I Am Alive? Ich habe keine Ahnung. Wir spielen nicht komplett blind. Und deswegen, ja, werden wir einfach mal loslegen. Ich weiß so ziemlich, dass es um eine postapokalyptische oder ein postapokalyptisches Szenario geht. Okay. Die Grafik erinnert sehr, also das Handling erinnert sehr an Just Cause 2 und so weiter. Grafik, ja. Oh. Also gut, ich habe ja keine Munition. Ist sehr. Was ist denn jetzt los? Ach, ich kann hier nicht rumlaufen, weiterlaufen oder. Ah, so funktioniert das, alles klar. Ja, die Steuerung ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich hinlaufen soll oder was ich überhaupt zu tun habe. Geht's hier weiter? Sieht nicht danach aus. Anzeige, was ich zu tun habe. Weg zum alten Apartment finden. Ach, hier haben wir eine Karte. Alles klar. So. Sehr in Schwarz-Weiß alles gehalten hier. Aber naja. Jetzt hier weiter. Zum Klettern. Ach, hier. Alles klar. Na, das ist ja schick. Und jetzt? Oh. Ah, okay, da oben, das ist meine Ausdauer. Ich glaube mal, wenn die nach rot geht, dann bin ich so ein bisschen tot. Füllt die sich da wieder? Ist so ein bisschen zum Mitdenken hier, merke ich schon, aber ist nett gemacht bis jetzt. Ja, fallen lassen. Das heißt, ich muss mich hier, oder ich muss mir erst überlegen, gehe ich da jetzt lang, schaffe ich das überhaupt da lang zu gehen? Ja, und jetzt? Die Steuerung ist noch sehr, eben gesagt, gewöhnungsbedürftig. Jetzt sind wir weiter. Ja, Dup-dedel-dedel. Hallo. Kann ich da nicht rüberspringen? Doch, kann ich. Genau das wollte ich machen. Hochklettern. Danke. Ich will jetzt nichts Falsches drücken, dass der da irgendwie mal abstürzt oder so. Looks like I'll have to climb over those arch supports. Brückenpfeiler klettern. Oh.
hinstellen und mal auffüllen lassen. Also obwohl von der Grafik her, es ist nicht viel, was hier so gemacht wird, aber es sieht trotzdem alles sehr schick aus. Also, es ist zwar ziemlich schwarz-weiß, aber dennoch. Gestürzt hier. Am Hügel. Jetzt muss ich hier in den Lift gehen. Was ist da? So. Speichern kann ich hier, soweit ich weiß, gar nicht. Nee. Wird selber speichern. Alles klar. Ja, wir wissen mittlerweile, dass es C drücken zum Inventar öffnen. Entschuldigung, was haben wir hier alles? Konserve, Wasserflasche. Alles klar. Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. Ja, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ja, ich. Also. Ah. Ich verbrauche auch Ausdauer. Also. Ich finde die Idee ja schön, nur wenn wirklich alles irgendwie Ausdauer verbraucht, ist es doch schon sehr. Komisch. Es ist sehr. Ja. Die Steuerung, also die Maus und so weiter, ist schon sehr. Also die hätten mehr Wege einbauen können. Ich meine, vielleicht kommt es noch. Aber zurzeit gibt es eben nur einen Weg, den man gehen kann. Und der sich wahrscheinlich auch immer ausgehen wird von der Zeit her und von der Energie. Oh. Das sieht ja schon mal sehr gefährlich aus. Ach, jetzt muss ich hier richtig abspringen, oh Gott. Ich sage ja, die Steuerung lässt zu wünschen übrig. Kann hier natürlich laufen. Komme ich da rüber? Wir werden sehen. Ja, ich komme hier rüber. Kann ich hier auch rüber? Gerade so. Also Uncharted und so weiter lässt grüßen. Oh, Video? Nee, doch nicht. Ist hier eine Leiche. Kann ich da unten da suchen? Also ich werde jetzt auch mal bis zum ersten Speicherpunkt werde ich jetzt mal vorgehen. Wenn ich den Weg jetzt weiter weiß, muss ich hier schon wieder irgendwie klettern. Also die Maus, die geht gar nicht in diesem Spiel. Entweder, also ich glaube nicht, dass es an meiner Maus liegt. Aber, okay. Ich weiß nicht wohin. Ach so, ja.
Für die Leute, die sich das Spiel kaufen wollen, ich glaube, ich werde es demnächst mal mit einem Gamepad, glaube ich, probieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Gamepad angenehmer zu spielen ist. Aber werden wir mal sehen. Vielleicht kommt die Steuerung dann noch besser rüber, wenn man mal drin ist im Spiel. I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. Na klar, durch die Kanalisation. Gut, wobei ich jetzt nicht glaube, dass hier irgendwie was kommen wird. An Gegnern. Vielleicht ein paar Ratten oder sowas. So, die kommen. Ich habe gerade eine SMS bekommen. So, hier geht's weiter. Ah, Wiederholung. Dreimal kann ich was wiederholen. Ja, wir haben einen neuen Teilabschnitt, die Kanalisation. Kleinen Einblick mal gesehen von I Am Alive. Das wird so die Pilotenfolge. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt Bescheid. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal die Kanalisation an. Bis dahin, tschüssen!